Fragen, die wir gerne gemeinsam mit Ihnen in den Blick nehmen möchten, hier verabredet. Wir möchten zunächst so etwas wie eine Bestandsaufnahme leisten und schauen, wie sieht es eigentlich aus, wie sieht die Partizipation bei direktdemokratischen Verfahren in Bezug auf die soziale Repräsentanz der Beteiligten da. Wir möchten dann schauen, ist es eigentlich ein Problem, ja, also wenn nur ein bestimmter Teil der Wahlberechtigten abstimmt, aber allen die Möglichkeit gibt zum Abstimmen, ist es ein Problem oder ist es eigentlich überhaupt kein Problem? Und wollen dann in einem dritten Schritt nach Handlungsansätzen schauen, prüfen, mit welchen Instrumenten und mit welchen Verfahren kann direkte Demokratie einhergehen, um die soziale Selektivität abzubauen. Wir haben insgesamt knappe 1,5 Stunden Zeit dafür. Wir haben vorgesehen, dass wir etwa eine Dreiviertelstunde hier auf dem Podium reden und dass Sie dann sozusagen mit ins Spiel kommen. Und mir ist es wichtig, dass wir sozusagen eine gewisse Dynamik haben und dass es keine übermäßig langen Beiträge gibt, weil wir leider nicht so viel Zeit für dieses Thema haben. Deshalb ist meine Verabredung mit dem Catering Service, dass jeder, der länger als 5 Minuten redet, gleich nach dem Imbiss zum Spülen verpflichtet. Gilt auch für mich ab jetzt. Okay, und deshalb gleich sozusagen das Wort an Sie, Herr Wessels, auch als Sozialforscher. Ich würde Sie bitten, nochmal das Thema in den Blick zu nehmen, wie hoch ist eigentlich der Anteil derjenigen der Wahlberechtigten, die sich bei direktdemokratischen Verfahren beteiligen und wer stimmt da eigentlich ab? Ja, also zunächst schönen Dank für die Gelegenheit, hier in diesem Kreise das Thema zu diskutieren. Ich weiß nicht genau, ob ich mit 5 Minuten hinkomme, ich bin dann auch freiwillig zu machen. Aber es ist grundsätzlich schwierig, das Thema direkte Demokratie anzugehen, weil es normativ relativ schwer anzufechten ist. Und wir haben das heute Morgen gehört, die ersten beiden Veranstaltungen waren da besonders deutlich, dass man im Prinzip die These, die Jacques Thomas im Anschluss an Dahl, also ein niederländischer Politikwissenschaftler, im Anschluss an den großen Demokratietheoretiker, mal vorgebracht hat, repräsentative Demokratie wird augenscheinlich grundsätzlich als nur eine schlechte Variante der Demokratie gesehen und aus der Perspektive ist direkte Demokratie immer das Beste. Das muss nicht so sein, weil es grundsätzlich natürlich darauf ankommt, welche Vorstellung man davon hat, was denn Demokratie leisten soll. Es hat mal angefangen, da war es noch nicht so richtig demokratisch, mit dem Einstimmigkeitsprinzip. Dann kam das Mehrheitsprinzip. Jetzt haben wir das Verhältnis im Mehrheitsprinzip. Also insofern so eindeutig kann man das wahrscheinlich nicht machen, aber das ist hier für die erste Runde auch noch nicht der Punkt. Ein fundamentaler Grundsatz der Demokratie, und das ist auch gleichzeitig der Grundsatz, mit dem sie sich selber rechtfertigen kann, ist der der politischen Gleichheit. Und wir haben jetzt eben schon an den Zahlen gesehen, da könnte es Probleme geben. Der Norm nach sind natürlich Wahlen und Abstimmungen dem Gleichheitsgrundsatz unterliegend und insofern gibt es da keine Probleme. Der Realität nach sind sie dann aber doch recht unterschiedlich. Wahlen sind die wohl am stärksten Gleichheit realisierende Partizipationsform und ab da nimmt dann sozial induzierte Ungleichheit, politische Ungleichheit quasi zu. Nun hat Herr Mahnholz gesagt, naja, das Recht ist für die, die wach sind. Auf dem Sofa liegen darf keine staatsrechtliche Relevanz haben. Im Grundsatz stimme ich dem ja zu, aus einer normativen Perspektive würde ich sagen, ja, die Bürger sollen aktiv sein, aber ich kann es natürlich nicht zur rechtlichen Norm erheben, weil ich genau damit dann den Gleichheitsgrundsatz verletzen würde. Und da kommt dann die Partizipations- oder Beteiligungsforschung ins Spiel, die sehr genau weiß, dass es quasi eine Hierarchie von Beteiligungsformen gibt. Eben schon gesagt, das fängt mit der Wahl an, das ist die einfachste Form der Beteiligung. Da ist dann auch die Beteiligungsquote am höchsten und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit auf Ungleichheit am geringsten. Und es geht über Demonstrieren, Petitionen, Boykott, wird die Form der Beteiligung immer schwieriger, immer kostenträchtiger, weil man mehr Zeit aufwenden muss. Und ich meine das jetzt nicht im Sinne von Rational Choice oder sowas, aber tatsächlich haben die Leute Zeit, sich
zu engagieren oder nicht, oder müssen sie sich eher um ihre drei Kinder kümmern oder vielleicht auch noch arbeiten gehen oder ähnliches. Das kann also kostenträchtig werden und dementsprechend nimmt mit dem Anspruch an Partizipation auch die Wahrscheinlichkeit, dass die, die weniger haben, teilnehmen, ab. Einige Zahlen. Wir wissen leider nicht so besonders viel über nationale Referenden. Wir haben sie in Deutschland nicht und insofern kann man da im Wesentlichen auf die EU-Referenden gehen, die wir gehabt haben. Wenn man da mal nach Irland guckt, wir haben 8 gehabt, die durchschnittliche Beteiligungsquote lag bei 42%. Niederlande relativ hoch beim bei der EU-Verfassungsabstimmung 63%. In der Schweiz haben wir die, da liegen die durchschnittlichen Beteiligungsraten bei 42%. Alles sehr, sehr deutlich unter der jeweiligen Beteiligungsrate bei den nationalen Wahlen, die über 70% durchweg bei den genannten Ländern liegt. Das allein muss ja noch nicht notwendigerweise ein Problem sein. Es wird dann ein Problem, wenn sich herausstellt, dass diese Disproportionalität, die wir wahrscheinlich zumindest für unser Wahlsystem schon mal von vornherein überhaupt nicht akzeptieren würden, wenn die Chance besteht, dass, sagen wir mal, 17% der Bevölkerung darüber entscheiden, was denn gesetzt wird. Wenn man davon mal absieht, dann ist das Problem des Zweiten, und das ist das, worüber wir hier reden, dass der sozialen Selektivität. Zum Beispiel Niederlande 2005, EU-Verfassungsabstimmung. Sehr hohe Beteiligung, jedenfalls für solche nationalen Referenten mit 63%, aber eine Lücke zwischen denen mit niedriger und hoher Bildung von 27 Prozentpunkten in der Beteiligung. Zwischen Arbeitern und mittleren Berufen 15 Prozentpunkte Differenz. Und jetzt kommt was wahrscheinlich alle Überraschende, zwischen Jüngeren und Älteren 29 Prozentpunkte Differenz zugunsten der Eltern. Es ist also nicht so, dass man meinen könnte, mit diesen direkten Partizipationsverfahren kriegt man automatisch die Jungen. Nicht der Fall. Spanien sind die Zahlen ähnlich, allerdings auf niedrigem Niveau. 37% bei den niedrig gebildeten, insgesamt der Durchschnitt 42, also 5 Prozentpunkte drunter. Arbeiter, mittlere Berufe, Differenz 6 Prozentpunkte, das ist nicht so viel, aber bei der geringen Beteiligungsquote natürlich dann schon. Und bei der Jung-Alt-Differenz sind es 31 in Spanien. Das heißt also, da kann man schon mal sehen, dass es eine sehr starke Selektivität gibt. Jetzt Zahlen für die Bundesrepublik. Wie gesagt, Referenten haben wir nicht. Wenn wir das letzte Panel, was hier stattgefunden hat, nehmen, dann wurden Referenten auch sozusagen staatsrechtlich in die Nähe von Petitionen gerückt. Also tue ich das hier mal auch. Wahlbeteiligungslücke, 6 Prozentpunkte zwischen niedrig und Besserverdienenden. Demonstrationsteilnahme, 10 Prozentpunkte Differenz. Petitionen, 30 Prozentpunkte Differenz. Boykotte, das ist dann in diesem Rahmen augenscheinlich die schwerste. 24 Prozentpunkte Differenz, das macht dann bezogen auf die ursprünglichen Niveaus einmal minus 8 Prozent bezogen auf Wahlbeteiligung, bezogen auf Petition minus 50 Prozent, bezogen auf Boykotte minus 60 Prozent. Also mit anderen Worten, Petitionen und Abstimmungen sind für die Bürger wahrscheinlich nicht die einfachsten Formen der Beteiligung. Und damit tut sich dann natürlich die Frage auf, wenn wir genau diejenigen in den Abstimmungen verlieren, um die es ja auch gehen sollte, das, wie man sie auch immer nennen will, das untere Drittel oder so der Gesellschaft, dann gibt es da ein Problem. Wenn das dann auch noch aufgrund der Beteiligungsquoten dazu führt, dass eine Minderheit, eine Mehrheit was auftritt, also es ist nicht einfach nur die Herrschaft oder Tyrannei der Mehrheit durch Mehrheitsbeschlüsse, sondern es tatsächlich eine Minderheit ist, die einer Mehrheit etwas aufdrückt und das in sozial selektiver Form, dann ist es ein ernsthaftes Problem. Jetzt könnte man einwenden, ja, aber die, die sich nicht beteiligen, die haben ja auch gar nicht so andere Interessen als wir. Das lässt sich aber in Surveys zeigen, dass es sehr deutliche Präferenzunterschiede zwischen Bevölkerungsgruppen unterschiedlicher sozialer Lage gibt.
Und damit wird es dann doch zum Problem, weil damit einfach eine Repräsentationslücke auftauchen kann. Man sieht es auch an Entscheidungsverfahren, die im Prinzip, also in der Schweiz kann man das nachverfolgen, die sozusagen was mit dem Portemonnaie der Bürger zu tun haben, dass die grundsätzlich in die Richtung gelöst werden, dass die Steuerquoten, die Belastungen der Bürger sinken. Mit anderen Worten, die Potenziale für die Gemeinschaft etwas auszugeben auch sinkt. Zu wessen Lasten das geht, das können Sie selber lassen. Ja, vielen Dank. Ich hätte noch eine Rückfrage, wenn Sie gestatten. Wir haben jetzt unterschiedliche Kategorien wie Bildung, Einkommen, Alter in den Blick genommen. Wissen Sie auch etwas über die Geschlechterverhältnisse bei direktdemokratischen Verfahren? Also normalerweise sind die Geschlechterunterschiede nicht besonders groß. Ich habe aber gerade gelernt, dass Stuttgart 21 zum Beispiel einen großen Unterschied in dieser Frage macht, weil die Frauen augenscheinlich, so wurde es jedenfalls von der Frau Staatssekretärin erklärt, sehr viel mehr auf den Nahverkehr angewiesen sind und dementsprechend da andere Präferenzen entwickeln als die Männer. Aber ansonsten gibt es kein echtes, also jedenfalls nicht von den, also den nationalen Referenten auf EU oder für EU-Fragen gibt es keine großen Geschlechterunterschiede.